Danke, dass du uns hier schon erwartet hast. Danke, dass du sowohl den Tag als auch jetzt erstmal diesen Gottesdienst vorbereitet hast. Wir bitten dich, dass du in den Mittelpunkt rückst. Wir bitten dich, Jesus, dass du das Wort unter uns verherrlichst, dass du es bestätigst, dass du es uns in den Herzen wirklich aufschließt, Herr, so wie du das heute Morgen geplant hast. Herr, dir sei alle Ehre. Herr, wir freuen uns an dir, an dem, was wir heute Morgen von dir empfangen dürfen. Ja, in deinem Namen. Amen. Ja, ich lade euch ein, euch hinzusetzen. Genau. Ja, das Thema ist ja dieses Jahr zu dieser Zeit, sonntags um 8, die Liebe. Und ich habe jetzt noch keinen konkreten Titel für diese Predigt, ja, vielleicht kann ich euch den nachher noch geben. Aber auf jeden Fall hat es etwas damit zu tun, Gott zu kennen, Gott zu lieben und in dieser Verbindung Ängste zu überwinden, furchtloser zu werden. Und es soll einfach um die Zusammenhänge da gehen. Und da will ich einfach ein paar Impulse, die mir wichtig geworden sind und aufs Herz gekommen sind, weitergeben. Die erste Stelle, die ich mit euch lesen möchte, findet sich im 1. Mose. 1. Mose 17. 1. Mose 17, Vers 1. Und in diesen Kapiteln wird die Geschichte von Abram und dann später Abraham beleuchtet und uns weitergegeben. Und es ist ein Moment in Abrahams, noch heißt er Abram zu dem Zeitpunkt, in dem Gott Abram begegnet. Also wir lesen in 1. Mose 17, Vers 1, als Abram 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abram und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, lebe vor mir und sei untadelig. Mir geht es vor allem um den letzten Teil dieses Verses, lebe vor mir und sei untadelig. Ich habe jetzt gelesen hier aus der Neuen Luther, wenn man das in der Elberfelder liest, da wird es für mich persönlich noch mal griffiger. Da findet sich nämlich dann, also nicht lebe vor mir und sei untadelig, sondern wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Und ich liebe diese Übersetzung ganz besonders. Also es ist wirklich ein Vers, der mir als, ich weiß nicht genau, wie lange ich da mit Jesus gegangen bin, aber noch nicht so lange. Und es ist ein Vers, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist und wirklich für mich einer der kostbarsten Verse überhaupt geworden ist, weil er für mich ganz viel davon ausdrückt, welche im Ebene der Beziehung mit Gott möglich ist und welche Ebene der Beziehung er mit uns auch haben möchte und wir auch haben können. Also lebe vor mir und sei untadelig oder wandle vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Was heißt das? Lebe vor mir oder wandle vor meinem Angesicht. Für mich bedeutet das, dass ich mein ganzes Leben in der Gegenwart Gottes lebe. Das heißt es für mich eigentlich, ja, lebe vor mir. Also ich stelle mir das einfach so vor, Gott würde neben mir stehen, ja, und ich verbringe jetzt mein ganzes Leben, während er quasi an meiner Seite ist oder vor mir steht oder hinter mir steht. Das bedeutet einfach, dass ich in mein ganzes Leben Gott mit einbeziehe. Das heißt es für mich, lebe vor mir oder wandle vor meinem Angesicht. Also zu wandeln, das ist für mich wie dieser Lebenswandel, also der ganze Lebensweg, dass der vor dem Angesicht Gottes stattfindet. Und das bedeutet, dass ich, also Gott ansehe in dem Sinne. Wir wissen, das Wort Gottes sagt uns, wer Gott sieht, der kann sozusagen nicht bestehen und wird das Leben nicht behalten. Aber einfach nur sich vorzustellen, das Angesicht ist ja wahrscheinlich der wichtigste Teil des Körpers überhaupt. Ja? Und wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Also das Angesicht Gottes, das hat einfach etwas mit Zuwendung zu tun. Ja? Ich schaue nicht den Rücken Gottes an, sondern ich sehe ihn von vorne an. Das hat etwas mit Vertrautheit zu tun, das hat etwas mit Nähe zu tun. Und dieses sei untadelig, ich weiß nicht, also dieses sei untadelig, das löst in mir eher sowas aus wie streng dich an, mach's gut, ja, mach keine Fehler. Also so klingt das in meinen Ohren, ja, es mag in euren Ohren anders klingen. Aber so dieses sei ganz mit mir, so wie ich das in der Elberfelder gelesen habe, das spricht mich viel mehr an. Also was heißt denn das, sei ganz mit mir, sei mit deinem ganzen Wesen, mit deinem ganzen Sein, sei mit mir. Also nicht nur, das soll sich nicht nur ausdrücken in dem, was nach außen hin sichtbar ist, weil nach außen hin können wir viel machen, ja, auch in der Gemeinde, wir können hier und da mitarbeiten, wir können da dienen und dort. Aber das sagt nicht immer unbedingt gleich etwas darüber aus, wie es in unserem Herzen aussieht. Ja. Aber dieses sei ganz mit mir, das bedeutet für mich ganz klar auch, es involviert die Herzensebene. Ja, das ganze Sein, also mein ganzes Leben. Und das begeistert mich einfach in diesem Vers. Ja. Also Gott wünscht sich das und ruft Abraham an dieser Stelle dazu auf, wandle in meiner Gegenwart, sei in meiner Gegenwart, lebe dein ganzes Leben in meiner Gegenwart und in enger Verbindung mit mir. Und sei ganz mit mir. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und
Ja, ich glaube auch, dass der Heilige Geist in uns über die Zeit, ja, beim einen geht es schneller, beim anderen geht es vielleicht ein bisschen langsamer. Wir sind da individuell verschieden. Aber das ist auch das, was der Heilige Geist in uns wirken möchte, dass wir eine Reaktion haben, die auch so aussieht, dass wir auch sagen, ich will in dieser Gegenwart Gottes sein und das immer mehr. Also dieser Vers drückt für mich ganz viel Vertrautheit aus, die Abraham mit Gott hatte. Und ganz viel Beziehung und dass er ja, Gott kannte. Ja, er kannte, also wir lesen an einer anderen Stelle, nee, wobei das betrifft Mose, das kommt gleich noch. Aber Abraham hat eine Tiefe in der Beziehung zu Gott gehabt, wie sie schon heraussticht einfach, wenn man die Persönlichkeit in der Bibel betrachtet. Eine weitere Stelle, die mir auch selber sehr kostbar ist und die in eine ganz ähnliche Richtung geht, findet sich im zweiten Buch Mose. Hier geht es jetzt wirklich um Mose. 2. Mose 33, 2. Mose 33, Vers 11. 2. Mose 33, Vers 11, und da heißt es, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also das ist immer noch, auch das geht recht weit zurück sozusagen, was meinen Weg mit Jesus angeht. Und mich hat das so tief einfach angesprochen, als ich diesen Vers das erste Mal so wirklich ja, gelesen habe. Und das ist mir ganz tief ins Herz gegangen und das begeistert mich auch heute noch. Und das drückt für mich auch wieder so diese Vertrautheit aus, die Mose mit Gott hatte. Ein Reden, ein Interagieren, miteinander sprechen, von Angesicht zu Angesicht, ja, das ist, das hat enorm wieder was von Nähe, das hat was von Kennen, das hat was von Vertrautheit, von Vertrauen. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Stell dir vor, ein Freund von dir oder eine Freundin, kennst du vielleicht schon fast dein ganzes Leben, ja. Und da ist eine Vertrautheit da, man kennt sich, man vertraut einander, man braucht manchmal gar nicht so viele Worte und der andere versteht einfach, was man meint. Ja? Der gute Freund oder die gute Freundin, ja, kann auch natürlich der Ehepartner zum Beispiel sein, aber muss es nicht sein. Wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ja? Also diese Ebene der Beziehung hatte Mose mit Gott und das darf uns und soll uns inspirieren, in diesem Kennen Gottes und in dieser Vertrautheit mit ihm zu wachsen. Und da sind, glaube ich, da ist eine Ebene von Vertrautheit und Nähe einfach möglich und hat Gott vorbereitet, ja, die begeisternd ist und die uns wirklich sättigt, ganz tief innen drin, die uns wirklich zufriedenstellt und satt macht. Ich glaube wirklich, es ist vor allem die Gegenwart Gottes, die uns satt macht. Nicht nur, aber ich glaube, das sollte oder ist ganz zentral einfach und ganz wesentlich. Und es gibt eine Parallelstelle, einfach die nur ausdrückt auch, wie besonders einfach auch diese Ebene der Beziehung war, die Mose mit Gott hatte. Und das ist, jetzt schlage ich das doch kurz auf, das ist der 5. Mose 34, 5. Mose 34, Vers 10. Da heißt es, und es stand, also das ist dann nach dem Tod von Mose, und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Also und ich glaube, man kann das natürlich auch gleich wieder so lesen, so oh ja, und Mose war diese außergewöhnliche Person, die hatte diese Beziehung zu Gott und wir können es jetzt nicht mehr haben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass uns das Wort Gottes damit sagen will. Es will uns sicherlich sagen, dass Mose eine außergewöhnliche Vertrautheit mit Gott hatte, aber ich glaube, dass uns Gott mit diesem Wort auch inspirieren möchte und uns ermutigen möchte, dass das auch möglich ist. Ja? Zumal wir ja wirklich im neuen Bund leben. Ja, und natürlich eine weitere Person, die sehr vertraut war mit Gott, vertrauter könnte man nicht sein, war Jesus selber. Ja? Auch schon zu der Zeit, als er hier über die Erde gegangen ist. Und ich will einfach nur kurz zwei Verse lesen, die das verdeutlichen. Das ist einmal Johannes, also es sind beide Verse im Johannesevangelium, Johannes 5. Johannes 5, Vers 19. Da sagt Jesus von sich selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, also er selber, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und das drückt wieder einfach Nähe aus, Vertrautheit, eine Einheit. Ja? Und der Vater und der Sohn waren und sind es natürlich immer noch, ja, sind eins. Und Jesus war so verbunden mit dem Vater, er hat ihn so gut gekannt, dass er sagt, ich tue in gleicher Weise das, was auch der Vater tut. Und wenn er davon spricht, ich tue das, was ich den Vater tun sehe, er war zu dem Zeitpunkt ja auch in einem menschlichen Körper, so wie wir das sind. Ja. Es muss aus dieser engen Beziehung, aus diesen Gebetszeiten muss das gekommen sein, dass er das im Geist gesehen hat, was der Vater tun würde oder auch nicht tun würde. Und ein weiterer Vers, der das im Grunde auch
einfach nochmal mit ein paar anderen Worten genauso beschreibt, ist dann Johannes 8, Vers 38. Na. Jetzt. Da sagt Jesus auch wieder von sich selber, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Das ist genau das Gleiche. Ja, drückt für mich auch einfach, man könnte viel mehr Bibelstellen nehmen, ja, um die Vertrautheit Jesu mit seinem Vater zu benennen. Das reicht natürlich nicht, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Aber es drückt auch wieder aus, diese Vertrautheit, die Jesus mit dem Vater hatte, dass er den Vater wirklich gekannt hat. Er kannte das Wesen des Vaters, er kannte das Herzen des Vaters. Und das ist so, sage ich mal, der erste Aspekt gewesen, Gott kennen. Und der zweite Aspekt, ich glaube, Gott kennen und ihn lieben, hat ganz viel miteinander zu tun. Ja, da gibt es eine ganz enge Verbindung. Und lasst uns da mal aufschlagen, ein bisschen weiter im Neuen Testament gehen. Das ist jetzt 1. Johannesbrief. 1. Johannesbrief 4, die Verse 7 und 8. 1. Johannes 4, 7 und 8. Da schreibt Johannes, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Also ich glaube, die Verse bringen es sehr gut auf den Punkt, dass Gott kennen und ihn lieben ganz viel miteinander zu tun hat. Ja? Und Vers 8 ist da auch deutlich, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Also Gott kennen bedeutet auf jeden Fall zu lieben. Es bedeutet zu lieben und es bedeutet zuerst mal, das sagt uns dieses oberste Gebot, wie wir es, glaube ich, in Matthäus 22, 37 zum Beispiel finden, dass wir zuerst Gott, den Herrn, mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Kraft, unserem ganzen Gemüt lieben sollen und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Also wer Gott kennt, der liebt auch Gott. Beziehungsweise ich würde sagen, wir sind ja auf einem Weg, ja, Jesus zu kennen und immer besser kennenzulernen. Ich glaube, Jesus immer besser kennenzulernen bedeutet zwangsläufig in dem Verständnis der Liebe Gottes auch zu wachsen. Das geht gar nicht anders, weil Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Das verkörpert er ganz und gar mit allem, was er ist. Und Jesus besser kennenzulernen bedeutet wirklich im Verständnis der Liebe Gottes zu wachsen. Also in der Offenbarung darüber, was die Liebe Gottes ist und was sie für mich persönlich bedeutet, zu wachsen. Und in dem Ganzen gibt es eine Reihenfolge, was diese Liebe angeht. Ja? Und das ist wunderbar, dass diese Reihenfolge genau so ist. Das ist im selben Kapitel 1. Johannes 4, 19. 1. Johannes 4, 19, da lesen wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also da ist eine Reihenfolge. Es ist erstmal die Liebe Gottes gewesen, die er uns gezeigt hat, mit der er sich uns offenbart hat. Ja, einer der berühmtesten Verse, ja, Johannes 3, 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Genau, und es ist also erstmal die Zuwendung Gottes an den Menschen gewesen. Er hat uns seine Liebe bewiesen, indem er seinen Sohn Jesus hingegeben hat. Und die Konsequenz ist, also Vers 19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also die Tatsache, dass Gott sich uns in Liebe offenbart hat, bedeutet oder macht erstmal möglich, dass wir ihn überhaupt auch lieben können oder befähigt werden, ihn zu lieben, ja, darin wachsen, ihn zu lieben. Und das finde ich etwas sehr Beruhigendes. Ja. Wir dürfen erstmal die Liebe Gottes empfangen, wir dürfen sie annehmen, wir dürfen sie verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dafür zu beten, dass wir sie im Herzen verstehen und begreifen, dass es wirklich nicht nur ein Wissen im Kopf ist, ja, ich weiß, Gott liebt mich, sondern nein, ich weiß hier, dass mich Gott liebt, weil ich selber erlebt habe, weil ich selber erfahren habe. Und wenn ich das erfahre, mit meinem eigenen Leben bezeugen kann, immer mehr, Stück für Stück, umso mehr wird auch eine Reaktion in mir durch den Heiligen Geist bewirkt, dass ich Gott auch zurückliebe. Ja? Und in dem Ganzen lerne ich ihn immer besser kennen. Also dieses ihn kennen und ihn lieben, das ist ganz eng miteinander verzahnt. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also Jesus besser kennenzulernen bedeutet wirklich in diesem Verständnis der Liebe Gottes zu wachsen. Ein tieferes Verständnis über Gottes Liebe zu empfangen, immer mehr im Herzen. Und dadurch vertrauter zu werden mit Jesus und auch ruhiger zu werden. Und das bringt mich dann zum dritten Aspekt. Und findet sich auch in 1. Johannes 4. Das ist sicherlich nicht das Einzige, was man zur Liebe Gottes sagen kann, aber es ist ein, glaube ich, wesentlicher Aspekt, der auch, als ich das erste Mal gelesen habe, einfach auch begeistert hat und wie so ein Horizont einfach geöffnet hat. Und das ist 1. Johannes 4, 18. 1. Johannes 4, 18. Und da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun.
Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Vielleicht lese ich das gerade nochmal. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht. Ja? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe treibt die Furcht aus. Und in diesem Zusammenhang ist mit Furcht wirklich etwas gemeint, was nicht positiv ist. Ja? Es ist nicht die Furcht Gottes oder die Ehrfurcht vor Gott gemeint, sondern es ist wirklich Furcht oder Angst vor was auch immer. Ja? Ich denke, jeder von uns kennt das in irgendeinem Bereich in unserem Leben. Es ist die Liebe, die die Furcht zurückdrängt und wirklich beseitigt, Schritt für Schritt. Je mehr wir mit Jesus gehen, je mehr wir ihn also wirklich kennen und Verständnis über seine Liebe in unserem Herzen empfangen, eine Konsequenz, eine automatische Konsequenz wird sein, dass die Furcht aus unserem Leben vertrieben wird. Ich will damit gar nicht sagen, dass es nicht auch mal gut sein kann, ja, auch mal Autorität zu ergreifen und dem Feind auch zu sagen, dass er mit Angst in einem gewissen Bereich des Lebens einfach auch gehen muss. Aber ich persönlich glaube, das alleine wird in manchen Situationen vielleicht nicht ausreichen, sondern des Verständnisses der Liebe Gottes immer mehr reinzukommen, ist auch ein, nicht das Einzige, aber es ist auch ein wesentliches Element, um Furcht im Leben zu überwinden. Und wir finden weitere Beispiele im Wort Gottes, ich will die auch kurz benennen, die uns diesen Zusammenhang auch deutlich machen. Das ist einmal 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Das Wort Gottes macht es ganz deutlich. Ich komme gleich so ein bisschen dazu, weil ich glaube, also ich kenne das zumindest von mir, trotzdem ist manchmal Furcht da. Ja? Und das kann man ja auch schnell als einen Widerspruch irgendwie erleben oder als eine Spannung. Und dazu komme ich gleich. Aber erstmal heißt es hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern, also das sind wirklich zwei Gegensätze. Es ist einmal der Geist der Furcht, der auf der einen Seite ist, und auf der anderen Seite ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also auch hier wird wieder die Liebe explizit benannt. Und für mich bedeutet das, wenn da ein Sondern steht, dass sich das ausschließt. Also da, wo die vollkommene Liebe Gottes ist, wirklich. Und es ist ja ein Geist, den wir von Gott empfangen haben. Also ist es auch der Geist, der die vollkommene Liebe in uns immer mehr zur Entfaltung bringt, dann schließt sich das mit Furcht aus, prinzipiell. Das ist der absolute oder vollkommene Maßstab Gottes. Genau, und dann möchte ich in den Römerbrief gehen. Auch ein Vers, der mich einfach absolut begeistert in dem Zusammenhang. Römer 8, 15. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was jeder gekannt hat, bevor er Jesus gekannt hat, dass irgendwo Angst war im Leben und man damit eigentlich nicht klargekommen ist und sich immer wieder gefragt hat, was mache ich damit, wie komme ich damit klar? Und man hat wahrscheinlich diverse Wege versucht, das zu überwinden und hat es nicht geschafft. Aber wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass wir uns jetzt erneut fürchten müssten, ja, sondern wir haben, indem wir Jesus unser Leben gegeben haben, den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Also wir haben nicht einen Geist empfangen, der Furcht bewirkt, sondern wir haben einen Geist empfangen von Gott, der Liebe ist und in uns die Liebe Gottes immer mehr zur Entfaltung bringt. Und jetzt komme ich kurz dazu, weil ich kenne das und das kennen vielleicht auch einige von euch. Man sieht da diesen absoluten Maßstab des Wortes Gottes und dann sieht man sein eigenes Leben, ja, und denkt manchmal so, meine Güte, in dem Bereich habe ich immer noch Angst, ja, und keine Ahnung, da bete ich vielleicht schon seit Jahren für und ja, es ist schon besser geworden, aber ganz ehrlich, ja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein könnte. Und das ist ein Spannungsfeld und ich glaube, es ist wichtig auch erstmal zu sagen, diese Spannungsfelder, die haben wir manchmal als Christen, ja, und das ist nicht per se was Schlechtes. Ich glaube, das gilt es manchmal einfach auszuhalten, ja. Gott will Spannungsfelder auch auflösen, ja, aber manchmal mutet er uns auch eine Weile zu, mal eine Spannung auszuhalten. Und das widerspricht nicht der Tatsache, mit Jesus unterwegs zu sein. Und was wir aber in Römer 5,5, also gerade drei Kapitel vorher lesen, da heißt es, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das bedeutet aber für mich, das ist im Präsens. Das heißt nicht, die Liebe wird ausgegossen werden, sondern die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, ist die Liebe Gottes in unseren Herzen. So, das kann man ja auch wieder als
schwierig empfinden. Dann fragt man sich so, ja, wo ist manchmal die Liebe in meinem Leben? Warum ist da noch Angst? Ich glaube, das ist eine Spannung und die dürfen wir auch ganz offen benennen. Und ich glaube, es ist für mich eine Einladung, einfach Jesus darum zu bitten, dass diese Liebe, die ja schon in meinem Herzen ist, dass die sich auch entfalten kann. Er kann zeigen, warum sie sich noch nicht entfaltet hat. Aber das Wort Gottes sagt, wir haben sie bereits empfangen. Sie ist schon in unsere Herzen ausgegossen. Das heißt, diese Liebe Gottes, die die Furcht austreibt, die ist schon in uns. Ja, warum sie manchmal sich noch nicht so entfaltet hat in unserem Leben, okay, das ist eine Frage, die kann ich jetzt auch gar nicht beantworten, aber wir können Gott fragen und wir können ihn bitten, dass diese Liebe, die schon da ist, sich entfalten kann. Dass da, wo vielleicht noch irgendwelche Hindernisse sind, was auch immer das ist, der Heilige Geist kann es offenbaren, das ist für ihn das Leichteste zu tun, dass diese Hindernisse erkannt werden, dass sie beseitigt werden, damit diese Liebe, die da ist, sich ausbreiten kann. Und dann wird sich das auch automatisch auf Ängste in unserem Leben positiv auswirken. Ja, damit komme ich Richtung Ende. Ich möchte ein Beispiel noch benennen, eine Persönlichkeit aus der Bibel, die für mich diese Aspekte, wo man diese Aspekte, die ich jetzt so benannt habe, sehr gut wiederfindet, vor allem in den jungen Lebensjahren dieser Person. Und es geht um David, ja? König David. Und es geht um seine Jugend im Grunde genommen und sein junges Erwachsensein. Wir wissen, er war nicht vor Ort, als der Prophet Samuel kam, ja, um den einen Sohn Isais zu salben zum König. Und er wurde dann vom Feld noch geholt, weil Samuel gesehen hat, ja, diese sieben Söhne, die hier vor mir stehen, die sind es alle nicht. Und offensichtlich hat damals sein Vater es überhaupt nicht für möglich gehalten, dass vielleicht der Jüngste auf dem Feld der künftige König werden soll. Aber David war dort bei den Schafen und er war treu in dem, was er gemacht hat. Er hat auf diese Schafe aufgepasst. Und wir wissen, er hat seine Harfe oder ein ähnliches Instrument bei sich gehabt und er war eng mit Gott verbunden. Er hat diese Zeit genutzt, ja, unbeachtet wahrscheinlich von seinen Brüdern und seiner Familie oder vielleicht nicht ausreichend beachtet und hat diese Zeit genutzt, um Gott kennenzulernen und ist in der Liebe zu Gott gewachsen und ist im Kennen Gottes gewachsen. Und woran mache ich das fest? Ich mache das vor allem daran fest, dass wir lesen können, es lässt sich so 1. Samuel 17 nachlesen, er hat in dieser Zeit, hat er die Schafe vor Tieren bewahrt, ja, dem Bär und dem Löwen. Er hat sie mit der eigenen Hand getötet. Also wenn das nicht ein Zeichen von Furchtlosigkeit ist, weiß ich es auch nicht. Ja. Für mich ist das ein Zeichen von Furchtlosigkeit, ja, und von großem Mut. Warum konnte David das tun? Weil er seinen Gott kannte. Deswegen konnte er das tun. Ansonsten wäre er nicht dazu in der Lage gewesen. Deswegen konnte er das tun. Und deswegen war er auch in der Lage, zu dieser Zeit Goliath zu besiegen. Er kannte seinen Gott. Ja, er war in einer innigen Beziehung. Wir können es ja in so vielen Psalmen lesen. Ja, diese Leidenschaft, die auch sich in dieser Beziehung von David zu Gott immer wieder ausdrückt. Ja, die Psalmen sind die besten Beispiele, viele dieser Psalmen. Und diese enge Gemeinschaft, die er mit ihm hatte und diese Liebe, die einfach diese Leidenschaft, die er für ihn hatte, die hat schon damals Furcht zurückgetrieben und die hat ihn furchtlos sein lassen, sodass er in der Lage war, die Herde vor diesen Tieren zu bewahren, sodass er in der Lage war, diesen Goliath zu besiegen und damit für das Volk Israel einen großen Sieg zu erringen. Also ich glaube, es gibt bestimmt noch andere Beispiele in der Bibel, ja, aber ich glaube, David ist ein sehr gutes Beispiel und natürlich, man kann auch spätere Phasen in Davids Leben anschauen, wo es auch Schwierigkeiten gab, aber zumindest in dieser Phase seines Lebens, in dieser sehr jungen Phase seines Lebens, sieht man das. Und es darf vielleicht auch gerade junge Menschen heutzutage auch ermutigen, ja, Jugendliche auch, die ja in einer besonderen Phase ihres Lebens sind, wo sich viel verändert und wir sind in einer Welt, die, glaube ich, gerade für Kinder und Jugendliche, vermute ich, vielleicht nie herausfordernder gewesen ist, als sie es heute ist, ja. Aber das darf Ermutigung sein, wenn du deinen Gott kennst und wenn du darin wächst, ihn zu lieben und zu kennen, es wird Furcht aus deinem Leben rausbringen. Das ist eine logische Konsequenz. Amen. Amen. Ja, Papa, ich danke dir für dein Wort, dass es die Wahrheit ist und dass du gesagt hast, dass dein Wort eine Richtung hat. Du sendest dein Wort, damit es ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Und das bitte ich dich, dass du das jetzt heute Morgen bestätigst, Herr, dass du einfach nimmst, was ich jetzt gesprochen habe, Herr, dass du es in unseren Herzen so bestätigst, wie du das willst. Nimm dabei auch weg, was vielleicht nicht gut war oder nicht brauchbar war, aber lass die Sachen, die wirklich dein Wort sind und die Wahrheit sind, unsere Herzen erreichen und uns wirklich nachhaltig, Herr, verändern. Nachhaltig verändern, Herr, dass wir wachsen, darin, dich zu kennen, zu lieben. Und ich danke dir, Herr, dass wir dann sehen werden, dass auch Angst zurückgedrängt werden und überwunden werden wird. Ja, in deinem Namen. Amen.